So, da sind wir schon wieder. Messeneuheiten 2013. Es geht weiter und zwar mit diesem Spiel hier. Das darf sich wohl streiten, wahrscheinlich mit Lewis & Clark, um das schönste Spiel der Messe, würde ich sagen. Jedenfalls viel mehr fällt mir nicht ein. Guckt euch das mal an. Wundervoll. Hat mich auch total gereizt, das Thema Vergnügungspark bauen. Wollte ich schon immer mal ein Spiel zu haben oder auch sogar selber mal erfinden. Aber warum, wenn es schon wer anders so schön macht? Die Box ist riesig, darf man sich nicht von täuschen lassen. Eigentlich ist das ein relativ kleines, recht schnelles Würfelspiel. Und wie es funktioniert, zeige ich euch jetzt erstmal. Ja, das ist für ein Würfelspiel ein bisschen viel und man kann da sicherlich auch schöner anordnen als ich. So. Alle Spieler legen auf Los gleichzeitig los und würfeln jetzt hier diese Würfel. Und zwar beliebig oft und nach Möglichkeit auch auf einem geraden Tisch, würde ich vorschlagen. Das können Sie immer wieder machen, immer wieder, gar kein Thema. Und alles, was Ihnen davon gefällt, was Sie jetzt auch wirklich benutzen wollen von diesen Würfelseiten, das können die hier auf das Schwein legen. Und das ist sowas von überflüssig. Kein anderes Spiel hätte sowas Tolles beigelegt, aber es sieht super aus und hat spielerisch überhaupt gar keinen Nutzen. Aber es ist super. Ich lege jetzt zum Beispiel das da drauf und würfel mal weiter. Da, 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 da. Und dann lege ich zum Beispiel das da drauf und das auch noch. Und da. So. Und das geht jetzt so lange, bis alle bis auf einen fertig sind. Wenn man nämlich mal meint, man ist fertig, das heißt, man legt ja alle hier drauf, ist damit irgendwie fertig, schnappt man sich hier das Plättchen mit der noch niedrigsten Zahl, was noch übrig ist. Also ich schnapp mir jetzt zum Beispiel hier die 1. So, anderen spielen weiter, einer schnappt sich die 2, einer schnappt sich die 3 und jetzt ist nur noch einer über. Der ist noch nicht ganz fertig und kann jetzt nur noch bis zu 3 mal neu würfeln. Der macht jetzt so 1, 2 und 3. Und jetzt muss er den letzten auch noch nehmen, weil dann ist alles auf dem Schwein. Und alles, was auf dem Schwein ist, ist auf dem Schwein. Und das kann man dann später benutzen. So, und jetzt ist es so, dass hier diese Reihenfolgeplättchen die Spielerreihenfolge bestimmen, die sehr, sehr wichtig sein kann, gerade bei mehr Spielern, aber auch noch einen Vorteil bietet. Ich kann zum Beispiel jetzt hier zweimal kostenlos sauber machen, der noch einmal, der hat keinen Vor- und keinen Nachteil, der letzte kriegt auch noch 2 Schmutzplättchen. Und das ist schon schlecht, Schmutzplättchen. Also darum Spielerreihenfolge wichtig. Und dann geht das in Spielerreihenfolge los, dass man jetzt seine Aktionen nutzen kann, aber vorher ist es so, dass auch noch eine Schmutzphase stattfindet, wo man jetzt guckt, wie viel Schmutz man zusätzlich in den Park reinbekommt, wie viel Schmutz da produziert wird oder verursacht wird. Und das ist zum einen eben dieses Plättchen hier, dann zeigen die Würfel aber auch manchmal so Schmutzsymbole und für jedes Symbol muss man hier oben Schmutz nehmen. Oder auch alle Besucher, die sich gegebenenfalls schon im Park befinden, weil man irgendwie eine Attraktion gebaut hat und darauf jetzt ein Besucher steht. Jeder Besucher produziert auch noch einen Schmutz. Und dieser ganze Schmutz sammelt sich hier vor einem an und den möchte man nach Möglichkeit wieder loswerden. Denn es gibt hier diese Übersicht und bei Spielende sind es mal sau viele Minuspunkte und wenn man zu viele hat, zu viel Schmutz, dann scheidet man sogar gleich aus dem Spiel aus. Also recht harte Sache und ihr seht ja schon, 55 Geld dadurch zu verlieren, möchte man vielleicht auch vermeiden. Soweit sammelt sich der Schmutz an und jetzt geht es zur eigentlichen Aktionsphase, wo man die Würfel benutzen kann in Spielereihenfolge. Was haben wir da? Wir haben zum einen die Möglichkeit, so eine Attraktion zu bauen. Dafür braucht man dieses Hammer- und Schlüsselsymbol. Und zwar gibt die Anzahl vor, welchen Attraktionstyp man bauen kann. Mit 1 baut man eine Attraktion, mit 2 eine Zweierattraktion und mit 3 eine Dreierattraktion, wobei man sogar auch mehrere Sachen bauen darf, aber nicht zweimal denselben Typus. Also ich darf jetzt nicht mit diesen beiden Würfeln 2 Einer bauen, aber ich dürfte hiermit eine Zweier- und eine Einer-Attraktion bauen. Das wäre okay. Und die baue ich jetzt hier auf mein Tableau drauf. Muss aber darauf achten, dass auch überall noch schön die Besucher durchkommen. Also ich darf die nicht so aneinander bauen und auch nicht über Eck. Ich muss da immer schön Platz lassen. Ausnahme davon ist, wenn ich dieselbe Farbe baue, also hier das schöne pinke Schloss noch weiter bauen möchte, dann muss ich die sogar nebeneinander bauen, wodurch ich aber auch Platz spare, aber es kann einen manchmal eben auch ärgern, dass man zu blöd gebaut hat und es gar nicht mehr passt. So baue ich also meine Attraktion dahin. Ich kann aber auch Stände bauen mit diesem Standsymbol und zwar baue ich einfach für jedes dieser Symbole so einen Stand, wobei ich wieder nicht
denselben Typ bauen darf in der Runde, aber nächste Runde meinetwegen wieder. Man kann jetzt im Grundspiel sagen, dass die alle ähnlich sind und einfach Siegpunkte geben. Eigentlich sind es aber alles verschiedene Stände, die einen gewissen Vorteil dann in der Runde bringen. Also, dass ich zum Beispiel mit der Toilette besonders besser sauber machen kann, dass ich mit der Werbeagentur Bots anlocken kann, die dann, obwohl sie die Attraktion nicht so toll finden, die trotzdem mal ausprobieren. Oder ich habe einen Wachmann, der sagt, du kommst hier nicht rein, du Besucher, ich will, dass ein anderer reinkommt. Oder eben solche Funktionen. Und die baue ich dann eben auch hier drauf. Und da muss ich auch wieder aufpassen, dass die natürlich nirgendwo dran angrenzen. Derselbe Stand muss nebeneinander gebaut werden, wenn ich das irgendwann später mal mache. Ansonsten müssen die auch auseinandergebaut werden. Und da gibt es eben so verschiedene Regeln, wie ich das baue. Das wäre jetzt das Standbauen gewesen. Dann hätte ich die Möglichkeit, tatsächlich auch Besucher anzulocken. Und das ist ziemlich cool. Das funktioniert so, dass ich, je nachdem, wie viele Symbole ich da habe, vielleicht noch einen Bonus oder wie auch immer, Besucher hier aussuche und in diesen Säckchen reinschmeiße. Im Sack ist von jeder Farbe einer zu Beginn drin. Jetzt ziehe ich zum Beispiel zwei, sage, ja, ich habe hier diese lila Attraktion, ich möchte natürlich bewerben, dass lila Leute kommen, werfe die da rein und ziehe entsprechend viele auch wieder raus. Also jetzt zwei Stück und habe total Pech gehabt, die kommen jetzt raus. Es kann natürlich mal ärgerlich sein, ein bisschen Glück ist dabei, sicherlich. Wobei, nochmal der Hinweis, man kann das manipulieren durch die Stände. Hier muss man nicht auf Glück spielen, jedenfalls nicht so stark. Die bleiben aber ja drin. Das heißt, nächstes Mal kommen sehr wahrscheinlich dann auch die Lilanen raus. Wobei das natürlich auch die Mitspieler ausnutzen könnten. Ne? Und das ist so, wenn ich jetzt die entsprechenden rausgezogen hätte, die Lilanen, die würden dann auf freie Plätze auf meinen Attraktionen gehen und da auch für den Rest des Spiels bleiben, weil die sich da so wohlfühlen. Die anderen nicht, es sei denn, ich habe wieder so eine Ausnahme, dann würde sich das vielleicht einer mal angucken, der käme mal wieder raus am Ende der Runde und so weiter und so fort. Das wäre jetzt die nächste Möglichkeit gewesen. Wir haben aber noch weitere Würfelseiten und zwar eine Leerseite, die kann absolut gar nichts. Supi. Wir haben die Möglichkeit, sauber zu machen. Und zwar werde ich hiermit grundsätzlich zwei Schmutzmarker wieder los. Es sei denn, ich habe auch wieder eine Toilette gebaut, dann wird das vielleicht ein bisschen besser oder so. Und ich habe die Möglichkeit, noch Karten auszuspielen mit diesem Symbol. Und das ist sehr, sehr spannend. Jeder bekommt zu Beginn welche und kann sich davon welche aussuchen, hat immer drei auf der Hand. Und die belohnen jetzt bestimmte Strategien, zum Beispiel Anzahl an Feldern, die in deinem Park von Attraktionen oder Ständen besetzt sind. Verschiedene Farben von Attraktionen, bestimmte Würfelaugen, die ich gewürfelt habe. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel kleine Attraktionen, mittelgroße Attraktionen oder schwarze Bots. Das sind ja alles Roboter hier natürlich vom Thema, Steampunk-mäßig. Schwarze Figuren im Park oder alle Stände einer Sorte, also ganz verschiedene. Und ich kann diese Karten dann ausspielen, wenn ich diese Bedingung eben habe, um entsprechend viel Geld zu bekommen. Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Möglichkeit für einen kleinen Würfel, so viel Geld zu bekommen. Also super stark. Okay, haben wir noch was? Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. So, nachdem wir das alles gemacht haben, nee, das stimmt nicht. Man kann auch den Park vergrößern. Hier, ha. So, und zwar kann ich dafür einen beliebigen Würfel nehmen, was ich so über habe. Sag ich, kann ich aber nur zweimal die Runde machen, gebe ich die beiden ab oder so und kann jetzt hier an meinen Park anbauen, also den auch vergrößern. Ich darf da nicht so schräg bauen, also gibt es wieder bestimmte Regeln, aber da kann ich dann eben plötzlich auch wieder mehr in meinem Park noch unterbringen. So. Und jetzt gibt es eine Einkommensphase am Ende der Runde, wo ich jetzt pro Besucher, der in meinem Park ist, einfach drei Geld bekomme. Und ich darf am Ende auch meine Kartenhand wieder auffüllen, was nicht völlig glücklich ist, denn wenn mir eine Karte fehlt, ziehe ich welche und kann mir wieder eine aussuchen davon. Und es kann so ein bisschen immer meine Strategie anpassen. Ja, und dann geht's schon wieder nächste Runde. Wir spielen das hier über 6 Runden insgesamt, wobei jetzt natürlich auch wieder hier der nächste Schmutz dazukommt. Mein Park verschmutzt, es geht ja los hier, möglichst schnell die Sachen zu würfeln. Okay, jetzt bin ich leider nur Dritter geworden. Wie kann ich jetzt wieder meine Aktionen sinnvoll einsetzen? Ich muss darauf achten, dass die entsprechenden Farben vielleicht noch da sind, bevor die Mitspieler mir die wegschnappen und so weiter, bis am Ende so ein super Park hier gebaut ist. Und ich dann ganz viele Siegpunkte habe. Das ist übrigens das ganze Geld hier. Und dann haben wir vielleicht einen Gewinner. Soweit. Steampark. Wie gesagt, schon am Anfang angekündigt, die Box ist riesig. Da ist eine Menge drin an Pappe und so weiter. Man hätte das Ganze auch wesentlich kleiner in einer ganz kleinen Schachtel machen können. Aber ich denke, das ist super so, denn es sieht super einladend aus. Es macht dadurch eine ganze Menge mehr her. Und das Auge spielt ja auch immer mit. Bei den meisten, wie ihr wisst. Und das, denke ich, ist dann hier sehr, sehr gut gelungen. Also die Grafik ist einfach hervorragend. Aber auch das Spiel ist ziemlich gut. Viele Leute haben ja gesagt, oh, das ist ein bisschen lahm und so weiter. Ich glaube, wenn man da mit falschen Erwartungen rangegangen ist. Es ist einfach ein sehr einfaches Würfelspiel und kann meiner Meinung nach schon mit den Guten da mithalten. Erstmal zum Thema. Das ist ganz hervorragend. Das Thema ist da. Es ist super umgesetzt. Alles, was ich im Vergnügungspark brauche, ist da. Ich habe Attraktionen, die ich baue. Ich habe Besucher mit einer tollen Mechanik, die da hinkommen.
Ich habe aber auch einzelne Stände, die wirklich eine verschiedene Funktion haben. Ich muss Toiletten bauen, ich muss aber auch vielleicht eine Werbeagentur Leute besser anders anlocken können und so weiter. Das ist alles da, das ist super. Ich muss natürlich das Geld machen im Vergnügungspark, keine Frage. Ich muss sauber machen. Alles, was ein Vergnügungspark braucht, ist hier drin. Und da vermisst man also schon mal nichts. Und das Spiel selbst ist auch irgendwie eine kleine Innovation, da man hier seine typischen Aktionen auswählt. Das ist dann eben eine Attraktion zu bauen, einen Stand zu bauen, sauber zu machen, Besucher anzulocken. Diese Sachen sind alles einzelne Aktionen, aber man wählt sie eben in einer Echtzeitmanier aus, so ähnlich wie ja, bei Escape, dass ich die ganze Zeit meine Würfel werfe oder auch dieses Element von Galaxy Trucker und Co., wo ich sage, wenn ich als Erster fertig bin, dann kriege ich einen Vorteil und die anderen eher einen Nachteil. Und dieses Geschwindigkeits- und Wettstreitselement funktioniert hier drin sehr, sehr gut. Was das mit dem Vergnügungspark zu tun hat, naja, vielleicht kann man sagen, dass man, ja, dass die anderen eben sonst einem was Wichtiges wegschnappen, dass man Ressourcen besser eingesetzt hat. Wie auch immer man es thematisch begründen möchte, ich finde es spielerisch, macht das sehr, sehr viel Spaß. Und die Strategie des Spiels unterstreiche ich es auch. Ich kann ja einen bestimmten Stand bauen, der es mir ermöglicht, zum Beispiel dann danach Würfel anders hinzudrehen. Also ich kann versuchen, darauf zu spielen, das möglichst schnell zu machen, die anderen damit zu ärgern oder so. Das ist jetzt nicht einfach nur Glück oder so. Klar kann man mal, wenn man direkt würfelt, Glück haben und alles das haben, was man möchte und so weiter. Sicherlich, es ist halt kein komplettes Strategiespiel, aber es ist eine tolle Mechanik, die durchaus Spaß macht. Und dann die einzelnen Aktionen gehen dann relativ schnell. Wenn man jetzt viele Spieler ist, muss man da manchmal ein bisschen bei warten, aber das geht insgesamt noch. Und auch da gibt es jetzt völlig verschiedene Strategien, die man angehen kann, was ja häufig bei so kleinen Würfelspielen eher nicht der Fall ist. Und das finde ich ja eigentlich ganz gut gemacht. Und das liegt in erster Linie an diesen Karten, die man zu Beginn hat, wo man sich welche aussucht und auf die man auch spielen sollte, weil die ziemlich viele Punkte bringen. Und die sind eben jedes Mal anders und belohnen völlig verschiedene Sachen. Dann komme ich vielleicht auf die Idee, überhaupt nicht groß auf Besucher zu spielen, sondern einfach nur verschiedenfarbige Stände in einer bestimmten Größe zu bauen oder bestimmte Würfelseiten zu würfeln oder wie auch immer. Und ich muss natürlich gucken, wie lege ich mir das zurecht, sodass ich auch eine Chance habe zu gewinnen. Denn die Standardsache, einfach nur Attraktion zu bauen und Besucher darauf zu stellen, ist schon sehr, sehr stark. Aber man kann es eben auch anders machen oder man kann andere Kombinationen ein bisschen fahren. Man muss auch aufpassen, was man anderen wegschnappt. Zu zweit ist relativ viel da, muss man sagen. Da kommt man sich nicht so eine Quere, macht trotzdem Spaß. Aber zu dritt oder viert ist es schon so, dass richtig was weggeklaut werden kann. Also da ist in der ersten Runde manchmal schon eine Farbe weg und dann plötzlich muss man schon gucken, wo man bleibt. Also auch da wird dann das Geschwindigkeitselement plötzlich nochmal sehr interessant und belohnt und es macht dann nochmal mehr Laune. Und durch die Karten eben jedes Mal ein bisschen eine andere Strategie und darum hat man auch Lust, es immer wieder zu spielen. Obwohl es eben ein Würfelding ist mit dem Glück und so weiter, hat man trotzdem, ja, bekommt man hier viel vorgegaukelt, dass man eine ganze Menge an Entscheidungen hat und ärgert sich hinterher, Mist, das hätte ich doch vielleicht noch ein bisschen besser da machen können. Es ist also fast ein Strategiespiel irgendwie von den Entscheidungen oder von dem, wie man sich hinterher fühlt, dass man es doch hätte besser machen können oder gerne nochmal spielen möchte, eine andere Strategie auszuprobieren oder einfach, um nochmal was ganz anderes zu machen. Und das ist natürlich klasse, das in so einem Würfelspiel hinzubekommen. Von daher, man darf da nicht rangehen, dass das eine riesige Box ist und jetzt ein super langes Spiel ist, was einen ewig beschäftigt, so wie vielleicht ein Village oder was weiß ich was, wie in dieser Box. Ne? Und es ist eben auch nicht der Strategie-Vergnügungsbauer. Es ist ein relativ einfaches Würfelspiel, was aber ziemlich gut umgesetzt ist. Und wenn ihr so einfache, relativ einfache Würfelspiele, die ein bisschen länger dauern, was mit anfangen könnt und vielleicht auch noch eine Zielgruppe habt, die so ein bisschen eine schöne Grafik haben wollen, die man damit auch locken kann, gerade Familien oder so, dann ist das echt super gut. Super gut. Also kann ich euch nur empfehlen. Mich hat es sehr, sehr überrascht. Ich habe es im Prinzip nur mitgenommen, weil es so schön aussah. Habe mich auch gar nicht groß informiert. Dachte erst so, naja. Aber jetzt hinterher muss ich sagen, boah, ich spiele es immer wieder. Wenn jemand fragt, sollen wir das spielen? Ja klar, warum nicht? Und probiere immer noch mal was anderes. Und das funktioniert. Man kann damit durchaus gewinnen. Also ein super Spiel. Steampark, probiert das unbedingt mal aus. Bis dahin.